Ja, 10 Uhr. Unser Digital Camp beginnt unsere neue Webinarwoche, zu der wir Sie herzlich begrüßen. In den kommenden 5 Tagen finden täglich 2 Webinare statt, die jeweils einen Schwerpunkt haben, wie zum Beispiel das Thema Ehrenamt, Kommunikation, Bildung und Lernen, Wirkungsmessung, IT-Strategie oder auch der Umgang mit Daten. Innerhalb dieser Themen wollen wir uns anschauen, wie Sie als Non-Profit-Organisation den Herausforderungen der Digitalisierung begegnen, die Chancen nutzen und Veränderungen anstoßen können. Die Woche wird von der Robert-Bosch-Stiftung gefördert und ich freue mich sehr, dass Dr. Thomas Leppert, der stellvertretende Leiter des Themenbereichs Gesellschaft der Robert-Bosch-Stiftung, heute den Auftakt macht. Er wird uns dafür sensibilisieren, wie für Non-Profit-Organisationen eine Strategie in einer digitalen Welt aussehen kann. Im Anschluss daran, dann um 11:30 Uhr, zeigt Jörg Reschke, wie sich Kommunikation bereits verändert hat und was in Zukunft auf uns zukommt. Sie können sich übrigens jederzeit zu den Webinaren anmelden. Den Link für das zweite Webinar spiele ich gleich nachher im Chat ein. Und die Unterlagen, die Sie sehen, die stehen dann im Anschluss auf der Webseite des Digitalcamps zum Download bereit. Wenn Sie möchten, haben Sie auch die Möglichkeit, sich im Nachgang in unserer Facebook-Gruppe auszutauschen und dort stehen Ihnen dann auch die Referenten zur Verfügung. Ja, sozial und digital gleich genial, so der Titel dieses Webinars. Wir sind gespannt, ob das Fragezeichen dahinter bleibt und damit übergebe ich an dich, Tom, und wünsche allen eine interessante Stunde. Ja, herzlichen Dank, Sabine, für die freundliche Einleitung. Ich hoffe natürlich, dass ich das mit dem Fragezeichen beantworten kann. Aber erst nochmal ganz herzlichen Dank natürlich an dich und alle Kolleginnen und Kollegen vom Haus des Stiftens, die ihr diese wirklich sehr, sehr gute und ich glaube gewinnbringende Veranstaltungsreihe, Webinarreihe aufgesetzt habt. Wir freuen uns, dass wir das unterstützen dürfen und hier auch einen Teil dazu beitragen können, Digitalisierungskompetenzen von Non-Profit zu verstärken. Das machen wir in der Robert-Bosch-Stiftung schon seit einer geraumen Zeit. Wir sind auch als Gesamtstiftung mit einer Reihe von Projekten unterwegs, die Digitalisierung in der Gesellschaft, sagen wir mal, begleiten, unterstützen, stärken. Und das ist mehr oder weniger auch die Kompetenz, aus der wir diesen Impuls heute gestaltet haben, die Erfahrungen. Wir sind natürlich als Haus selbst auch relativ stark digitalisiert. Ich habe es die Tage mal durchgezählt, so eine normale Projektmanagerin hier bedient ungefähr 18 bis 20 IT-Systeme unterschiedlichster Art. Wir nutzen digitale Tools in unserer Kommunikation, in unserem Außenauftritt. Wir nutzen es, um Menschen einzubeziehen in unsere Projekte, haben natürlich unsere Arbeitsorganisation sehr stark digitalisiert. Also auch das ist hoffentlich ein Fundus an Erfahrungen, aus dem wir schöpfen können, wenn wir jetzt hier in der nächsten knapp halben Stunde den einen oder anderen Impuls setzen wollen, wie man sich eigentlich als gemeinnützige Organisation dem Thema Digitalisierung nähern kann. Ich habe eine kleine Agenda für Sie aufgeschrieben, muss aber zugeben, dass entgegen dem Test von gerade unsere Weiterblätterfunktion nicht funktioniert. Jetzt funktioniert sie aber. Die kleine Agenda, kurze Einführung zum Begriff der Digitalisierung über dieses Buzzword, über dieses Modewort. Warum ist das eigentlich gerade so wichtig? Ich möchte Ihnen gerne die Anwendungsfelder, die wesentlichen Anwendungsfelder präsentieren, damit wir überhaupt ein gemeinsames Verständnis davon haben, worüber wir eigentlich sprechen, wenn wir über Digitalisierung von Non-Profits nachdenken und wie breit eigentlich das Feld ist, wenn wir uns das Ganze auch strategisch vorstellen wollen. Wir kommen dann zu einem kleinen Kompass. Das sind mehr oder weniger 8 Fragen, die Sie sich stellen können, wenn Sie sich dem Thema Digitalisierung nähern wollen. Aus unseren Erfahrungen heraus haben wir Do's und Don'ts aufgeschrieben und am Ende gibt es natürlich noch eine ganze Menge Lesestoff und weiterführende Services. Ich habe mir vorgenommen, viel Zeit für Fragen am Ende für Sie zu reservieren, freue mich da auch drauf.
von Ihnen zu hören, was Ihre Erfahrungen sind, was Sie bei dem Thema bewegt. Wir haben auch zwei, drei Fragen in die kleine Präsentation eingebaut. Sabine wird da jeweils übernehmen und Sie lassen sich überraschen, was wir Sie da fragen werden. Vielleicht kurz zum Einstieg. Digitalisierung kein leichtes Buzzword. In der Engagementstrategie der Bundesregierung des Familienministeriums steht es schon drin, die Digitalisierung verändert als Basisinnovation unsere Wirtschaft und Gesellschaft fundamental. Das ist mittlerweile Common Sense. Sie beschreibt, dass die Möglichkeit, wie die digitale Vernetzung die Arbeit von gemeinnützigen Organisationen erleichtern kann und bei der Förderung von Engagement unterstützen kann, vielseitig sind. Auch das werden Sie an vielen Stellen schon kennengelernt haben in Ihrer eigenen Arbeit. Und jetzt kommt aber ein interessanter Punkt. Zugleich ergeben sich aus der Digitalisierung auch neue Herausforderungen und damit verbunden Bedarf an gesellschaftlichem Engagement im digitalen Kontext. Das ist ein Aspekt, der, finde ich, sehr, sehr spannend ist, weil er den Fokus auf die Frage richtet, wie gestaltet eigentlich Digitalisierung Zivilgesellschaft mit? Also nicht nur, wie nutzt sie Digitalisierung, sondern auch, wie spricht sie mit im Konzert der Großen, der Wirtschaft und Staat, wenn es um die gesellschaftlichen Fragen von Digitalisierung geht. Wenn Sie sich die Debatte anschauen über die Digitalisierung, da tauchen ganz, ganz viele Begriffe auf. Hate Speech, DSGVO, Deep Learning, Instagram, digitale Teilhabe, Filterblase, Algorithmen, New Work und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, ob Sie vielleicht die Erfahrung auch teilen, die ich gemacht habe, wenn man sich dem Thema mal nähert und sich intensiver damit beschäftigt, man kommt da ganz schnell ganz tief rein und läuft Gefahr, den Überblick zu verlieren. Und deswegen wäre mein Rat an der Stelle, den Blick durchaus für die große gesellschaftliche Entwicklung zu behalten, auch den Überblick zu behalten, was alles dazugehört, aber sich doch die einzelnen Aspekte sehr genau rauszusuchen, mit denen man sich konkret beschäftigen will. Und es geht nach meiner Überzeugung nicht darum, sich jetzt zu überlegen, ob man ein bestimmtes Tool einsetzt. Das ist nicht Digitalisierung, sondern es geht bei dem Thema, das Gesellschaft ja so allumfassend und so schnell und so vielfältig verändert und Einfluss nimmt, ob zum Guten oder Schlechten, das haben wir dahingestellt, geht es darum, überhaupt eine Haltung dazu zu haben und überhaupt als Organisation eine Strategie dazu zu haben, wie man sich eigentlich in dieser doch so schnell verändernden digitalen Welt verhält und positioniert. Deswegen mein Credo, das Sie auch in der Einführung gesehen haben, wir brauchen keine Digitalisierungsstrategie, sondern wir brauchen als Non-Profits vor allen Dingen eine Strategie in einer sich zunehmend digitalisierten Welt. Das beinhaltet aus meiner Sicht, dass ich eben immer das Ohr am Puls der Zeit habe, immer versuche, an den Entwicklungen dran zu bleiben und Reaktionsmuster habe und als Organisation auch darauf eingestellt bin, mich mit diesen Veränderungen auseinanderzusetzen. Das ist anspruchsvoll und das ist auch tatsächlich eine große neue Herausforderung für Non-Profits. Ich meine aber, dass kein Weg dran vorbeiführt, denn dieses Thema Digitalisierung ist einfach zu stark, zu groß, zu unumkehrbar, als dass wir uns da draußen fernhalten können. Wir haben als Robert-Bosch-Stiftung zusammen mit der Bertelsmann-Stiftung und mit der Stiftung Neue Verantwortung und Fineo dieses Jahr eine Studie gemacht und veröffentlicht, die heißt Digitalisierung braucht Zivilgesellschaft. Da haben wir uns mal kundig gemacht, wie es eigentlich um die Zivilgesellschaft in Deutschland und ihre digitalen Kompetenzen bestellt aussieht. Und wir haben da im Wesentlichen eine Typologie von drei Gruppen gefunden. Zum einen haben wir gefunden die digitalen Novizen. Das sind ganz klassische gemeinnützige Organisationen, haben bisher so gut wie gar nicht mit Digitalisierung zu tun gehabt, fangen vielleicht gerade langsam an, aber sind eigentlich noch relativ weit hinterher. Dann haben wir die digitalen Pioniere. Das sind Non-Profit-Organisationen, die aus dem analogen Bereich kommen, aber sich zunehmend mit digitalen Instrumenten und mit digitalen Themen beschäftigen. Und dann gibt es aus unserer Sicht die sogenannten digitalen Spezialisten. Das sind die, die schon rein digital gegründet worden sind, die Digitalisierung als Ausgangsthema haben und auch in einem hohen Maß durchdigitalisiert sind. Und hier kommt unsere erste Frage an Sie. Da
würde ich Sie um eine kurze Teilnahme bitten. Wir würden nämlich gerne von Ihnen wissen, wo sehen Sie Ihre Organisation in diesem Dreiklang aus digitalen Novizen, Pionieren und Spezialisten? Sabine, ich glaube, du übernimmst an der Stelle. Genau, die Umfrage ist eingeblendet. Sie sehen ein blaues Fenster und dort können Sie auch antworten. Tom, an dich noch ein kleiner Hinweis. Es knackst manchmal. Vielleicht nimmst du dein Mikro ein ganz klein wenig weg vom Mund. Dankeschön. Bis nach unten. Danke für den Hinweis. Wir testen gleich. Die meisten haben auch schon gewählt. Vielen Dank Ihnen zur Info. Es sind jetzt knapp 470 Teilnehmer im Raum. Dann haben Sie einen Vergleich. Genau, manche schreiben mir auch die Antworten im Chat. Bitte klicken Sie besser in die Umfrage, dann wird Ihre Antwort auch mitgezählt. So, und vielen Dank für die schnelle und rege Teilnahme. Ich zeige Ihnen hiermit die Ergebnisse. Und zwar bezeichnen sich knapp die Hälfte, genau 49%, als digitale Pioniere, 45% als digitale Novizen und 7% als Spezialisten. Ja, das ist ja ein interessantes Bild. Übrigens, ich als Referent sehe die Ergebnisse nicht. Ich habe sie mir kurz mitgeschrieben. Die Ergebnisse spiegeln in etwa das Bild wider, was wir auch in unserer Studie herausgefunden haben. Viele, viele haben sich schon auf den Weg gemacht. Es gibt allerdings auch noch sehr viele, die erst losgehen. Ich habe es eben schon angedeutet, Digitalisierung ist aus unserer Sicht mehr als nur der Einsatz eines bestimmten Tools. Digitalisierung in Non-Profit-Organisationen umfasst eigentlich vielfältige Anwendungsgebiete, vielfältige, sagen wir mal, Gebiete, auf denen man sich überlegen kann, was man mit dem Thema macht. Kommen wir vielleicht zu diesen Anwendungsfeldern. Ich stelle Ihnen kurz vor und auch wirklich nur mit zwei, drei Beispielen jeweils, dass Sie ein Gefühl dafür kriegen, was in dem jeweiligen Bereich möglich ist. Ja, wir haben den Bereich Organisation und Verwaltung, wir haben den Bereich Kommunikation und Vernetzung, neue Angebote und Services, Fundraising, Skalieren und Evaluieren, die Gewinnung von Freiwilligen und neue Themen. Diese sieben Bereiche würde ich Ihnen in Kürze kurz vorstellen, vielleicht vorab, Sie lesen es in der Mitte. Wir glauben tatsächlich, dass Digitalisierung trotz natürlich auch berechtigten kritischen Einwänden insgesamt dem Non-Profit-Sektor helfen kann, gemeinnützige Organisationen dabei helfen, neue Engagementformen zu finden, neue Themen zu besetzen und auch tatsächlich die eigene Arbeit insgesamt wirkungsvoller und stärker zu machen. Was es dafür braucht, ist aber tatsächlich eine konzentrierte und systematische Auseinandersetzung. Was da alles möglich ist, zeige ich in den nächsten Minuten. Fangen wir mit dem ersten an. Das werden Sie wahrscheinlich alle kennen. Anwendungsfeld Kommunikation. Die allermeisten von Ihnen werden eine Website haben. Viele von Ihnen vielleicht eine Facebook-Seite oder ein Newsletter. Das sind so die bekannten Möglichkeiten, um die Kraft dieser digitalen Kommunikation zu verdeutlichen. Habe ich Ihnen hier mal das Instagram-Profil der Initiative Viva Con Agua, eine Trinkwasserinitiative aus Hamburg, reinkopiert. Da sehen Sie die Zahl 77.000 Follower. Stellen Sie sich vor, Sie können mit einem einzelnen Bild, mit einer einzelnen Botschaft auf einen Schlag 77.000 Leute erreichen, die aktiv mal gesagt haben, ich will Nachrichten von denen kriegen. Das ist natürlich im Vergleich zu großen YouTube-Kanälen, die vielleicht mehr in Sachen Mode unterwegs sind, eher noch wenig, aber im Non-Profit-Bereich ist das schon viel. Instagram scheint, das ist auch so unsere Beobachtung, das neue Facebook zu werden, die soziale Plattform, auf der immer mehr soziale Projekte und Non-Profit-Organisationen zu finden sind. Change.org als große Petitionsplattform, das digitale Engagement in Form von Petitionen mit, ich muss nochmal schauen, über 263 Millionen Menschen, die dort mitmachen. Auch da sehen Sie, welche Kraft, welche Potenziale da drin stecken. Viele Initiativen nutzen diese Plattform auch, um auf ihre Belange öffentlich aufmerksam zu machen.
Und ein Beispiel aus unserer eigenen Arbeit, aber wir haben ein Programm, das heißt On IVA, das sind internationale Programme, in denen mehrere Projektvertreter aus unterschiedlichen Ländern zusammenarbeiten. Da nutzen wir das Internet, um unsere Community, wenn Sie so wollen, zu fragen, welche Projekte sollen wir denn auswählen, wenn die Bewerbungen vorliegen. Wir haben das zuletzt gemacht. Sie sehen hier, die Zahlen haben einige tausend Teilnehmer, die über 34 Projekte abgestimmt haben. Für uns eine schöne Möglichkeit, auch das Wissen und die Expertise der Gemeinschaft da draußen auch mit einzubinden und natürlich auch, ich sag mal, transparenter zu werden in unseren Stiftungs- oder Förderentscheidungen. Sehr beliebtes Programm bei uns. Auch intern schauen wir da immer gerne drauf, so ein Vorreiter. Sie sehen, es ist eine andere Form von Kommunikation, die da möglich wird. Nicht mehr der einseitige Newsletter, nicht mehr die einseitige Push-Kommunikation, sondern auch tatsächlich die Möglichkeit, in Austausch zu treten mit denen man so zu tun hat. Ein zweites Feld, das viele von Ihnen kennen werden, ist natürlich das Fundraising, der alte Spendenbrief zu Weihnachten und das Überweisungsformular haben nicht ausgedient. Die haben immer noch ihre Bedeutung. Aber hinzugekommen sind natürlich digitale Möglichkeiten, ob das über eine Spendenplattform wie Better Place ist. Hier sehen Sie ein Projekt aus Hamburg auch, Kulturisten hoch 2. Oder ob das über Crowdfunding ist, hier ein Beispiel des Deutschen Integrationspreises. Oder auch ganz modern, ganz neu, über einen Alexa-Skill. Also Sie kennen von Amazon diese kleine Box, die Sie sich zu Hause hinstellen und der Sie dann Sprachbefehle geben können. Kann man auch tatsächlich kritisch sehen. Aber Amazon hat diese Funktionalität nun mal sehr gut, muss man sagen, umgesetzt, was die Nutzbarkeit angeht. Und der WWF experimentiert damit, indem er einen kleinen Befehl dort hat programmieren lassen, der es dem User ermöglicht, einfach per Sprachbefehl eine Spende an den WWF abzugeben. Das sind neue Wege. Muss man sehen, wie erfolgreich das sein wird. Aber Sie sehen, im Fundraising bieten sich natürlich über Digitalisierung neue Möglichkeiten, andere oder auch zusätzliche Mittel einzuwerben. Ein drittes Feld betrifft den Bereich der internen Organisation. Das werden manche von Ihnen kennen. Sie haben vielleicht eine Dropbox eingerichtet, um Dateien auszutauschen. Sie haben vielleicht eine gemeinsame Arbeitsplattform. Vielleicht hier exemplarisch drei Beispiele. Die Initiative Dein Nachbar e.V., ein Projekt, bei dem ehrenamtliche Nachbarschaftshilfe geleistet wird. Das wird intern alles über eine eigens programmierte Anwendung organisiert. Die User selbst können über diese App suchen, wo ist denn der nächste Hilfefall, wo kann ich als nächstes unterstützen. Und in der internen Datenbank, die links abgebildet ist, kann das dann entsprechend zugeordnet werden. Auch sehr nüchtern, sehr trocken, der Niedersächsische Sportbund mit seinem Projekt Geschäftsstellenlösungen 2018. Das ist eine Art digitale Geschäftsstelle, die der Sportbund da entwickeln lässt oder selbst entwickelt als Genossenschaftslösung, die den vielen, vielen Sportvereinen eine einheitliche Plattform bieten soll, um sie von ihren administrativen Tätigkeiten zu entlasten. Und Hanseatic Help als Beispiel für die vielen, vielen, vielen Projekte, die es angesichts des Flüchtlingszuzugs gab. Die mussten sich organisieren, die mussten Warenströme gestalten, organisieren. Hanseatic Help hier als ein Beispiel, die eine sehr ausgeklügelte IT-Infrastruktur aufgesetzt haben, um die Tonnen von Hilfsgütern, die sie eingesammelt haben, entsprechend verwalten und verteilen zu können. Ein weiteres Feld, das eher etwas oder eher bekannt ist für die digitalen Spezialisten, vielleicht aber auch für die Pioniere, das ist da, wo wir Digitalisierung nutzen, um völlig neue Angebote zu schaffen. Angebote, die es in der Form analog vielleicht gar nicht gegeben hätte. Von links nach rechts die mobilen Retter, das ist eine App, bei der Sie sich als Ersthelfer registrieren können. Und wenn in Ihrer Nähe ein Notfall eintritt, kriegen Sie ein Signal auf dieses Handy, sodass Sie schneller als ein Notarztwagen am Einsatzort sein können. Diese App verkürzt die Versorgungszeit dramatisch und organisiert
Das ist natürlich der schöne Nebeneffekt, auch ehrenamtliches Engagement auf eine andere Art und Weise. Karl, der Ökobot, etwas innovatives Beispiel für den Einsatz von Chatbots, also von kleinen Botschaften, die Sie im Dialog, im Messenger auf Ihrem Smartphone bekommen. In dem Fall ist das ein Projekt, das Sie bei einer ökologischen Lebensweise unterstützen soll. Wenn Sie im Supermarkt stehen und fragen sich, ob Sie die Mango aus Südamerika kaufen sollen, können Sie Karl den Ökobot fragen und er gibt Ihnen dann die richtige Antwort, warum das gut oder schlecht ist. Ein schönes Projekt, das ich persönlich gerne mag, sind Be My Eyes, eine App für blinde Menschen, die, wenn Sie sehen wollen, ob ein Kleid jetzt eine rote oder eine gelbe Farbe hat oder Sie brauchen einen Text, der vorgelesen werden muss, können Sie da auf den Knopf drücken und es wird ein Freiwilliger, der gerade Zeit hat, dazu geschaltet, der schaut sich über Kamera das Bild an und kann dann sagen, was da gerade vor der Kamera ist. Sehr einfach, sehr kluge Idee, ohne Digitalisierung aber nicht umzusetzen. U25, ein Angebot der Caritas, eine Online-Beratungsstelle für suizidgefährdete Jugendliche. Jugendliche beraten Jugendliche, natürlich im Vorfeld qualifiziert, aber auch über online, über digital organisiert. Sie sehen hier, haben wir neue Möglichkeiten, nicht nur in den, sagen wir mal, Unterstützungsprozessen Ihrer sozialen Organisation, sondern auch in der Frage, wie Sie eigentlich soziale Wertschöpfung betreiben, wie Sie eigentlich Ihre soziale Problemlösung überhaupt umsetzen. Da bietet Digitalisierung mit programmierbaren Angeboten vielfältigste neue Möglichkeiten. Nächstes Anwendungsfeld sind natürlich, da gibt es ja auch ein eigenes Webinar hier in der Reihe, ist die Frage der Gewinnung von Freiwilligen. Hier eine Übersicht der vielen, vielen digitalen Vermittlungsplattformen, die sich in den letzten Jahren gebildet haben, die ganz unterschiedlich unterwegs sind, entweder in speziellen Themen oder regional hervorzurufen, wäre vielleicht juvo.org, oben rechts sehen Sie das. Die vermitteln zum Beispiel nur Kreative, die Ihnen ehrenamtlich helfen, wenn Sie zum Beispiel einen neuen Flyer brauchen oder einen Imagefilm oder ein Webseitendesign. Auch das ist natürlich durch digital oder durch Digitalisierung deutlich einfacher möglich. Hier hat sich viel, viel getan in den letzten Jahren auf dem Feld der Ehrenamtsgewinnung. Anderes Beispiel ist die Plattform nebenan.de, eine eigentlich Nachbarschaftsplattform, wo es darum geht, gemeinsame Aktivitäten zu planen, zu gestalten, sich gegenseitig zu helfen. Hier in dem Fall sucht eine Seniorengruppe eine ehrenamtliche Trainerin oder einen Trainer. Wenn jemand in Neuwiedental jemanden kennt, freuen die sich sicher über Hinweise. Nächstes Anwendungsfeld ist das Thema Skalieren und Evaluieren, also die Frage, wie können Sie eigentlich Ihre Initiative größer machen, den Wirkungsradius erweitern und wie können Sie die Wirkung eigentlich beobachten und messbar machen. Hier als Beispiel, das macht Schule, eine Plattform, die Schulen in ganz Deutschland Vorlagen bietet für die Schülerinnen für Schulprojekte. Ob das die Gründung einer Recycling-AG ist oder das Renovieren des eigenen Klassenzimmers, ob das die Anlage eines Schulgartens ist. Für all solche Projekte, für Schülerprojekte finden Sie auf dieser Plattform die entsprechenden Vorlagen. Sie werden dort auch über elektronische Tools, also hier im Beispiel über Skype, von Menschen dabei unterstützt. Und das macht Schule ermöglicht, über 2000 Projekte in den letzten Jahren deutschlandweit umzusetzen. Wären sie nur an einem Ort und nur offline, wäre das sicher nicht so schnell möglich gewesen. Sie sehen auch hier Wostel als Beispiel. Wostel ist eine Engagementplattform. Das Interessante an dieser Plattform ist, dass diese Plattform auch Firmen anbieten, um ihre internen Freiwilligen- und Corporate Volunteering-Programme im jeweiligen Intranet zu positionieren. Und diese Plattform verkaufen sie als sogenannte White-Label-Lösung, also ohne, dass sie dann sehen, wenn sie zum Beispiel bei Siemens ins Intranet gehen, dass da Bostel dahinter steckt, an die Unternehmen, finanzieren sich so und können so natürlich ihren Wirkungsradius nochmal deutlich erweitern. Kein Vortrag, kein Impuls über Skalierung ohne die tolle Arbeit der Stiftung
Bürgermuth und ihrem Projekt Open Transfer. Gutes einfach verbreiten ist ein elektronisches Buch, das alles beinhaltet, was man über elektronischen oder die über Projekttransfer wissen sollte. Übrigens kollaborativ entstanden, das heißt über die Netzgemeinde, finden Sie auf der Website auch zum Download. Toller Data, werden Sie auch ein Webinar erleben können über die Frage der digitalen Wirkungsmessung und Evaluierung. Ich möchte nicht unbedingt auf das Tool eingehen, nur soweit der Hinweis. Es gibt natürlich, wenn man im digitalen Raum unterwegs ist, eine Fülle von Daten, mit denen man arbeiten kann, die man zum Beispiel auch zur Wirkungsmessung nutzen kann. Hier bietet Digitalisierung natürlich nochmal weitere Möglichkeiten im Vergleich zur reinen Offline-Welt. Und als letztes das Anwendungsfeld neue Themen. Das ist überall dort, wo Digitalisierung selbst zum Thema wird. Denken Sie an das Thema Netzpolitik. Wer gestaltet eigentlich das Datensicherheit oder Uploadfilter? Das sind Organisationen wie Netzpolitik oder iWrites Lab, die sich da dem Thema Digitalisierung im gesellschaftlichen Diskurs annehmen. Denken Sie an den Aspekt Zugang zu Netz und Technik schaffen mit der großartigen Arbeit von Stifterhelfen.de oder Freifunknet, die einfach Infrastruktur bereitstellen, damit Menschen überhaupt an diesen digitalen Möglichkeiten teilhaben können. Wege aus der Einsamkeit, tolles Projekt aus Hamburg, die unterstützen ältere Menschen dabei, überhaupt Kompetenzen aufzubauen im Umgang mit Tablet und Co., setzen sich aber auch zum Beispiel für das Thema WLAN in Altenheimen ein. Also da sind neue Themen überhaupt am Horizont in der Gesellschaft, derer sich überhaupt gemeinnützige Organisationen annehmen. Das wird sicher auch noch wachsen in den nächsten Jahren. Der Bedarf an Mitgestaltung ist ja riesengroß, wie wir es am Anfang schon in den Auszügen der Engagementstrategie gelesen haben. Ich würde Sie gern als nächstes fragen, Sie haben jetzt diese 7 Anwendungsfelder einmal in einem Parforce-Ritt kennengelernt. Ich würde gerne von Ihnen wissen, an welchen Stellen in Ihrer Organisation wirkt eigentlich Digitalisierung? Wir haben hier 5 Möglichkeiten für die Auswahl vorgesehen. Und Sabine, du übernimmst vielleicht wieder. Ja, und auch hier sehen Sie wieder die blaue Umfrage. Sie haben 5 Themen zur Auswahl aus den gerade vorgestellten und Sie dürfen alle auswählen, die auf Sie zutreffen. Sollte es noch ganz andere Bereiche geben, können Sie die natürlich auch im Chat schreiben. Ja, noch über die Hälfte hat schon geantwortet. Vielen Dank. Es gibt klare Tendenzen, die verrate ich gleich. So. Und wieder kann ich es gerade nicht sehen und bin genauso gespannt. Genau, das ist die Spannung. Und auch an dieser Stelle den Hinweis, wenn Sie zu dem Webinar und zu dem, was bisher gesagt wurde, Fragen haben, Anregungen oder Kommentare, auch dies dürfen Sie natürlich gerne im Chat schreiben. So, und damit schließe ich die Umfrage und zeige die Ergebnisse. Und zwar an erster Stelle steht ganz klar mit 92% die Kommunikation und Vernetzung. Dann folgt mit 76% Organisation und Verwaltung. Gefolgt mit 44% neue Angebote und Services, 36% Fundraising, 29% neue Themen. Und im Chat wird hier auch noch genannt, besonders die Skalierung und Evaluierung sei wichtig. Okay. Ja, aus technischen Gründen mussten wir hier ein bisschen verkürzen. Aber das wird natürlich auch zunehmend an Bedeutung gewinnen. Die Frage, wie man eigentlich aus dem eigenen lokalen Anwendungsbereich herauskommt, hat natürlich direkt was mit digitalen Möglichkeiten zu tun. Vielen Dank für Ihre Teilnahme und für dieses interessante Bild. Auch das deckt sich mit unseren bisherigen Erfahrungen.
Worum es mir oder worauf es mir in den letzten Minuten besonders ankam bei diesen Anwendungsfeldern, Sie sehen die Breite des Feldes. Es ist eben nicht einfach nur die Frage, setzen wir jetzt WhatsApp ein oder nicht, machen wir eine Dropbox oder nicht, sondern es gibt verschiedenste Möglichkeiten, wie man Digitalisierung in der gemeinnützigen Organisation angehen kann. Mein Plädoyer ist, sich das bewusst zu machen und auch eine möglichst bewusste Entscheidung zu treffen und auch kontinuierlich über diese Themen nachzudenken. Da sind wir schon beim nächsten Punkt des Impulses Kompass zur Digitalisierung. Einige Fragen, die Sie sich, wenn Sie sich morgen mit Ihren Kolleginnen und Kollegen in den Organisationen zusammensetzen wollen, sich fragen, was machen wir denn nun mit der Digitalisierung, wie geht es weiter, stellen können. Vielleicht als allererstes der Hinweis aus unserer Erfahrung, fängt die Digitalisierung tatsächlich in den Köpfen an. Oft muss, und auch das wird Thema eines Webinars sein, ich glaube des Abschlusswebinars, oft müssen auch momentale Widerstände beachtet werden, man muss sie thematisieren, man muss sich auch auf das Thema einlassen. Es hat auch was mit Kompetenzen zu tun, mit Vorstellungskraft, was mit Digitalisierung eigentlich möglich ist, auch welche Gefahren dahinter stecken, das sei auch gesagt. Und deswegen fängt Digitalisierung in den Köpfen an und es braucht auch, weil wir uns hier gerade in einer sehr, sehr dynamischen Entwicklung befinden, Mut, den Willen zur Veränderung und aber auch Augenmaß für das, was gerade in gemeinnützigen Organisationen mit ihren knappen Ressourcen überhaupt möglich ist. Der erste Schritt, die erste Frage, die ich stellen würde, ist, warum sollten Sie sich eigentlich mit Digitalisierung beschäftigen? Das haben wir hier in der Stiftung auch gemacht, mussten für uns auch erstmal klar werden, was haben wir eigentlich für eine Haltung gegenüber Digitalisierung? Sind wir eher Skeptiker oder wollen wir es konstruktiv begleiten? Sehen wir mehr Chancen drin? Da haben wir uns auch ein bisschen Zeit für genommen, aber tatsächlich sind wir am Schluss dazu gekommen, dass wir mehr Potenzial in den Chancen sehen und unsere Zielgruppen dabei unterstützen wollen, diese Potenziale auch nutzen zu können. Gleichwohl natürlich auch den kritischen Dialog über Digitalisierung darüber nicht zu vergessen. Der zweite Schritt, den ich Ihnen empfehlen würde, wäre doch auch tatsächlich mal zu schauen. Das haben wir hier auch gemacht und ich habe das bei einigen anderen Organisationen auch erlebt. Was haben Sie denn schon an Erfahrung? Welche Tools haben Sie schon eingesetzt? Was hat vielleicht auch mal nicht geklappt? Welche Kompetenzen haben Sie schon? Was sind vielleicht auch Learnings, Erfahrungen, die Sie für die Zukunft berücksichtigen wollen? Das macht Sinn, nicht einfach so zu tun, als ob man da bei Null anfängt. Selbst wenn viele von Ihnen gesagt haben, wir sind eigentlich noch digitale Novizen, wahrscheinlich haben Sie, und sei es aus dem beruflichen Umfeld oder privaten Umfeld, doch die eine oder andere Kompetenz, die Sie mitnutzen können. Das kann man auch mal aufschreiben und weiter damit arbeiten. Als drittes würde ich empfehlen, über den Tellerrand zu schauen. Ganz, ganz wichtig bei so einem Thema, das so schnelllebig ist, schauen Sie, was andere machen. Versuchen Sie, Informationen darüber zu kriegen, was denn eigentlich Trends in der Technologie sind. Was könnten eigentlich in der Zukunft Trends sein? Wohin entwickelt sich das? Lesen Sie auch mal das ein oder andere Zukunfts-Science-Fiction-Buch, das halbwegs unterhaltsam ist. Ich habe den Eindruck, dass vieles von dem, was wir vor 20 Jahren, vor 30 Jahren noch als halb ausgegorene Fantasie beschrieben haben, mehr und mehr Wirklichkeit wird. Deswegen ist dieser Blick über den Tellerrand so wichtig. Besuchen Sie Fachkonferenzen, auch die Stiftung, also wir veranstalten hin und wieder sowas. Gibt gute Angebote, wo man sich da auf dem Laufenden halten kann. Vielleicht ein einfaches Beispiel, wer vor 2 Jahren gesagt hat, ich gehe jetzt auf Facebook, hat sicher eine gute Entscheidung getroffen, die aber mittlerweile schon fast obsolet ist, weil viele, viele Zielgruppen sich dort verabschieden und zu anderen Plattformen wechseln, gerade wenn sie mit jüngeren Menschen zusammenarbeiten. Also da heißt es am Ball bleiben und immer wieder nach draußen gucken. Viertens, das Feld erschließen. Damit meinen wir, schreiben Sie sich auf, was Sie theoretisch alles machen könnten in einer Wünsch-dir-was-Welt. Also nicht ausgehend von dem, was Sie haben und können, sondern was eigentlich denkbar wäre. Um dann eben im, ist es schon der nächste Schritt, noch nicht ganz, aber in einem späteren Schritt zu entscheiden, was davon eigentlich konkret für Sie jetzt relevant ist und was Sie leisten können. Der fünfte Schritt, sehr wichtiger Punkt, die Kultur beachten. Digitalisierung ist ja nicht einfach nur der Einsatz irgendeines Tools. Ist ja nicht einfach die Einführung, einer
Social-Media-Plattform, auf der man irgendwelche Inhalte postet. Es verändert auch Kommunikationsverhalten, es verändert Umgang miteinander, Umgang mit den Zielgruppen, es macht einen transparenter, manches wird auch schneller. Ja, auch darauf muss man sich einlassen. In Organisationen werden mitunter auch Hierarchiestufen dadurch überflüssiger oder zumindest durchlässiger. Das sollte man immer im Blick haben und sollte sich auch fragen, wo ist unsere Kultur eigentlich digital ready und wo müssen wir vielleicht daran arbeiten. Auch dazu finden Sie in weiteren Webinaren in dieser Woche noch weitere Hilfen. Und dann, ich habe es gerade schon angedeutet, im nächsten Schritt aus den vielen Themen, die Sie sich vielleicht in der Wünsch-dir-was-Welt aufgeschrieben haben, das auswählen, was für Sie relevant ist. Das, was Ihnen jetzt am nächsten, am wichtigsten erscheint, auch am machbarsten. Sie werden nicht alles machen können, was Sie sich vielleicht vorstellen können. Aber auch gleichzeitig im Blick behalten, was machen wir vielleicht mal in einer späteren Zukunft, in 2, 3, 4, 5 Jahren. Vielleicht starten Sie heute mit einem Auftritt auf Instagram, um mal eine Plattform zu nennen, und haben aber schon im Kopf, dass Sie in 3 Jahren vielleicht mal eine App entwickeln wollen, um Ihr Angebot anders darzustellen. Vielleicht wollen Sie auch mal mit einer künstlichen Intelligenz ausprobieren, was da geht, in Kombination mit einem Chatbot, können es aber jetzt noch nicht leisten. Deswegen schreiben Sie es auf jeden Fall auf für das, was vielleicht in der Zukunft kommt. Auch das gehört zur Strategie, dass man einen Blick dafür hat, welche Schritte man eigentlich in mittelbarer Zukunft gehen möchte. 7. Punkt, Bedarfe klären. Also wenn Sie wissen, was Sie sich vornehmen wollen, müssen Sie natürlich auch einmal gucken, was brauche ich dafür, welche Kompetenzen, wie viele Personen, wer kann das machen, was braucht man an Technik, welche Tools, muss ich vielleicht trainieren. Übrigens ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Es geht nicht ohne das Kennenlernen, das sich Erschließens dieser Technologien. Man lernt ja nie aus, sagt man so schön, und das passt natürlich beim Thema Digitalisierung umso mehr. Und natürlich, das ist das kleine Einmaleins, die Umsetzung planen. Wenn Sie also wissen, was Sie machen wollen, in welchen Bereichen Sie sich engagieren wollen und was Sie dafür brauchen, gehen Sie hin und planen sich die nächsten Schritte, auch gerne mit allerersten kleinen Schritten, die nicht erst in 3 Monaten stattfinden, sondern schon in der nächsten Woche, um erste Erfahrungen, Erfolge zu schaffen. Also diese 8 Fragen, diese 8 Schritte, wenn Sie die beherzigen, sind Sie, glaube ich, ganz gut aufgestellt für das, was da in Sachen Digitalisierung auf Sie zukommt. Jetzt gerade, aber auch zukünftig. Wichtig ist natürlich, dass das immer wiederholt wird und man immer wieder schaut, wie verändert sich das Thema, wo können wir vielleicht weitergehen, was ist interessant für uns und wo wollen wir uns hinbewegen. Also sowas wie ein Zyklus, mit dem man in dieser, wie Sie so wollen, Strategieentwicklung immer wieder durchläuft. Und dieser Kompass aus den 8 Fragen soll Ihnen dabei helfen. Vielleicht noch einige Do's und Don'ts. Ich greife aus der Übersicht, Sie bekommen die Präsentation ja im Anschluss, vielleicht nochmal einige wesentliche raus, die wir so in unserer Beobachtung gesammelt haben. Vielleicht ein wichtiges Du ist, das digitale Mindset unterstützen. Ich habe es schon gesagt, es fängt in den Köpfen an. Holen Sie die Menschen ab mit ihren Kompetenzen, aber auch mit ihren Bedürfnissen, mit ihren Sorgen, mit ihren Ängsten. Arbeiten Sie mit ihnen daran. Entwickeln Sie eine Haltung, die es Ihnen in der Organisation ermöglicht, digitale Tools und digitale Themen so für sich nutzbar zu machen, dass sie ihre Arbeit unterstützen. Aber dafür müssen sie, wie gesagt, in diesem, sagen wir mal, digitalen Mindset unterwegs sein. Ich nenne Ihnen das einfache Beispiel. Wenn wir hier in der Stiftung ein Programm planen, dann haben wir immer noch ganz oft den Fall, dass wir das erstmal rein analog und offline planen. Das ist gut und wichtig. Aber was wäre eigentlich, wenn wir es andersrum machen? Wenn wir anfangen würden zu fragen, wie sieht das Programm eigentlich digital, in der rein digitalen Welt aus? Da merke ich übrigens auch bei mir selber immer noch so ein analoges Mindset, an dem auch jemand wie ich immer noch sehr, sehr intensiv arbeiten muss. Unten links steht digitales Team bilden, kompetente Partner einbinden. Es macht Sinn, dass sich in einer Organisation Menschen finden, die sich für das Thema verantwortlich fühlen. Ganz klar, es braucht das Mandat des Vorstandes, der Geschäftsführung,
der, sagen wir mal, Organisationsspitze. Aber es muss in der Organisation auch Menschen geben, die das für sich als Thema entdecken und auch treiben. Wenn man es so diffundieren lässt, so unsere Erfahrung, dann versickert vieles. Idealerweise haben Sie in Ihrer Organisation ein Team von Menschen, die sagen, wir fühlen uns dem Thema Digitalisierung verbunden. Wir treiben das in den nächsten Monaten und Jahren Schritt für Schritt voran. Seien Sie mutig im Unperfektsein. Digitalisierung ist ein Feld, bei dem sich so viel entwickelt, dass man Dinge auch einfach mal ausprobieren muss. Manches klappt, manches wird nicht klappen. Das ist völlig normal. Hier muss man einfach Dinge ausprobieren. Und solange man damit keinen Flurschaden anrichtet, weil man schlecht mit Daten umgeht oder weil man sehr, sehr viel Geld investiert hat, ist da auch tatsächlich Raum, um Fehler zu machen oder Erfahrungen zu sammeln, die vielleicht nicht so gut sind. Ganz wichtig, was man vielleicht nicht tun sollte, erwarten Sie nicht zu viel. Das ist natürlich ein riesengroßes Thema und es braucht viel, es braucht Mindset, es braucht Kapazitäten, Geld, Kompetenz, Zeit etc. Gehen Sie in kleinen Schritten vor und erwarten Sie nicht, dass Sie in 2 Jahren die voll digitale Organisation sind. Das ist für die meisten Non-Profits einfach zu viel. Da hat Wirtschaft mehr an Ressourcen zu bieten, können da mehr einsetzen. Auch nicht immer, aber ja, strukturell gibt es ja nun mal dieses Problem. Deswegen rate ich Non-Profits dazu, eher in kleinen Schritten voranzugehen. Und digitalisieren Sie nicht nur alles, weil es geht, weil es halt Spaß macht, weil irgendjemand das interessant findet in Ihrer Organisation, sondern es muss zu Ihnen passen und es muss Ihnen helfen. Auch da ist wieder dieses Augenmaß gefragt, von dem ich eben gesprochen habe. Und vielleicht auf der zweiten Folie zu den Do's und Don'ts. Lassen Sie sich, ich greife mal hier das zweite von oben raus, lassen Sie sich nicht von Ausnahmen bestimmen. Also weil eine Sache mal nicht funktioniert hat oder weil vielleicht 2 Menschen in Ihrer Organisation ein Tool nicht nutzen können, muss es nicht zwingend heißen, dass Sie eine Sache, ein Digitalisierungsprojekt überhaupt nicht machen. Wägen Sie hier ab zwischen Nutzen für die gesamte Organisation und Ihre Zielgruppe, und den Problemen, die entstehen, weil eine Sache oder eine kleinere Gruppe von Menschen vielleicht nicht unbedingt dabei ist. Und ein wichtiger Tipp, den ich vielleicht noch bei den Do's sehe, freie Tools und pro bono vergünstigte Angebote nutzen. Gerade im Bereich Digitalisierung entsteht gerade viel, wo Sie als gemeinnützige Organisation zu sehr, sehr günstigen Konditionen oder kostenlos Unterstützung und Hilfe bekommen. Ob das hier in dieser Webinarreihe ist, wo Sie sehr, sehr viel Wissen kostenfrei bekommen oder ob das günstige Software und Hardware ist, ob das auch pro bono ehrenamtliche Begleitung ist in Digitalisierungsprojekten. Halten Sie da die Augen offen. Es gibt natürlich einen riesen Ressourcenbedarf. Wir sehen aber auch, dass am Förderermarkt da gerade eine Menge entsteht. So viel vielleicht zu den Do's und Don'ts. Es ist eine Sache, die man einfach, das ist vielleicht das Fazit, machen sollte, Erfahrung sammeln sollte, in kleinen Schritten, mit Augenmaß und vor allen Dingen an den Bedürfnissen der Menschen entlang vorantreiben sollte. Dann kann das auch klappen mit einer nachhaltigen Gestaltung und Einsatz von Digitalisierung zum Nutzen Ihrer Organisation und Ihrer Zielgruppen. Soweit mein Impuls. Sie finden am Ende noch eine Menge Lesestoff, natürlich der Verweis auf unsere Studie, aber auch einige andere sehr spannende Studien, auch praktische Handreichungen von anderen Organisationen. Wir haben da einiges zusammengetragen, was in den letzten 2, 3 Jahren entstanden ist. Das ist gerade sehr in Bewegung, das Feld, sehr erfreulich. Wir haben auch nochmal aufgeführt, wo Sie weiterführende Services finden, also Unterstützungsangebote, Förderprogramme, Konferenzen etc. Und erlauben Sie mir zum Abschluss vielleicht nochmal eine Frage aus eigenem Interesse. Wie könnten wir als Stiftung Ihnen denn helfen? Uns ist klar, Sie wünschen sich von einer Förderstiftung auch Geld, damit wir oder damit Sie Ihre Projekte durchführen können. Ich darf Ihnen sagen, wir bereiten da gerade was vor. Halten Sie die Augen offen. Im Juni geht ein kleiner Fördertopf von uns an den Start, aber es gibt natürlich auch noch andere Angebote. Vielleicht mögen Sie aber noch mal schauen. Wir haben hier 5
Themen nochmal aufgeschrieben, Formate für Vernetzung und Erfahrungsaustausch anbieten, Leuchttürme entwickeln, die Ihnen als gute Beispiele dienen können, Lernangebote zu Technikthemen, also so ein bisschen das, was auch teilweise hier in den Webinaren stattfindet, gemeinsam genutzte Ressourcen, also stellen Sie sich vor, es gibt so etwas wie das Beispiel vom Niedersächsischen Sportbund, die digitale Geschäftsstelle, die Sie nicht erst separat und mit hohem Aufwand entwickeln lassen müssen, sondern da, wo Sie darauf zugreifen können und politische Sprachfähigkeit verbessern, also die Fähigkeit, die Möglichkeit, zivilgesellschaftliche Akteure im politischen Raum Digitalisierung, die Debatte um Digitalisierung mitzugestalten. Das würde uns nochmal interessieren. Wo sehen Sie da am größten Unterstützungsbedarf? Wie können wir Ihnen helfen? Und auch diese Frage ist eingeblendet. Und in dem Fall haben Sie auch nur eine Antwortmöglichkeit, dass es sich dafür ja auch entscheiden, bitte. Die meisten haben auch gewählt. Hier kam auch nochmal die Nachfrage, um einen Vergleich zu haben. Es sind über 470 Teilnehmer, die gerade zuhören. Und auch über 85% haben an der Umfrage bereits teilgenommen. Ich warte noch ganz kurz. Hier wird auch schon Platz 2 genannt. Vielen Dank. So. Ja, auch hier zeige ich Ihnen die Ergebnisse. Auf Platz 1 steht mit knapp 40% Lernangebote zu Technikthemen schaffen. Mit 23% gemeinsam genutzte Ressourcen aufbauen. 18% die erste Antwort Formate für Vernetzung und Erfahrungsaustausch anbieten. 16% Leuchttürme als gute Beispiele entwickeln. Und 3% die politische Sprachfähigkeit stärken. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite nochmal für die Teilnahme an dieser Umfrage. Auch das ist für uns sehr, sehr spannend. Wir entwickeln unsere Förderaktivitäten ja permanent weiter und legen großen Wert darauf, dass das, was wir da tun, auch halbwegs zu den Bedürfnissen unserer Zielgruppe, nämlich Ihnen, passt. Schauen wir mal, was wir konkret draus machen. Ich glaube, da haben wir schon die eine oder andere richtige Antwort drauf. An meiner Stelle oder von meiner Seite kann ich jetzt erstmal nur Danke sagen fürs Zuhören. Das ist natürlich eine gewisse Anstrengung, aber ich bin jetzt erstmal durch mit meinem Impuls und freue mich über Ihre Fragen. Ich schalte mich zu und sage auch ganz herzlichen Dank an dich für die Einführung. Wir haben auch ein paar Fragen. Sie dürfen auch gern mir weiterhin im Chat schreiben. Und zwar hattest du auch so verschiedene Anwendungsfelder aufgezeigt, da nochmal angeknüpft an die Organisationskultur. Wie verändert Digitalisierung die Organisationskultur? Und quasi Frage B, welche soziale Kompetenzen sind denn dafür notwendig? Sehr, sehr spannende Frage. Wir haben es ja später bei dem Kompass auch nochmal aufgegriffen. Die eine Frage, die man sich stellen kann, verändert Digitalisierung unsere Organisationskultur? Ich glaube nicht, dass man da eine pauschale Antwort geben darf. Das hängt wirklich von der Organisation ab, von dem Feld, auf dem sie unterwegs ist. Ein einfaches Beispiel, ein kleiner Verein, der den Elbstrand regelmäßig säubert von Plastikmüll, der ist vielleicht von Digitalisierung nicht ganz so stark betroffen und von den kulturellen Veränderungen, wie, um jetzt mal einen Tanker zu nennen, eine Robert-Bosch-Stiftung, die in allen Prozessen deutlich schneller wird, die ganz andere Zielgruppen bedienen muss, die ganz andere Wege beschreiten muss, um diese Zielgruppen zu erreichen, die auch dann neue Möglichkeiten gewinnt, überhaupt ihre Projekte und ihre Förderaktivität digital umzusetzen. Da ist es natürlich ein massiver Kulturwandel. Stellen Sie sich das mal vor, auch im Selbstverständnis von Projektmanagern, die bisher immer selbst entschieden haben, welches Projekt sie fördern. Und jetzt auf einmal nimmt man ihnen diese Kompetenz weg und verlagert das in die
in die Community, in die Crowd und lässt die anderen entscheiden? Oder nehmen Sie so eine Geschichte wie einen Social-Media-Auftritt? Sie sind auf Twitter, Sie haben vielleicht sehr schnelllebige Medien im Einsatz. Da sind Sie natürlich dann auch gefragt, ich sage jetzt nicht rund um die Uhr, aber doch deutlich flexibler zu reagieren, als Sie das vielleicht bisher hatten, wenn Sie zweimal die Woche in Ihr Postfach, in Ihr E-Mail-Postfach reingeschaut haben. Und die sozialen Fähigkeiten, ich habe es versucht, mit dem digitalen Mindset auch anzureißen, sich vorzustellen, was digital eigentlich möglich ist und gleichzeitig aber auch die Verbindung zur realen Welt, zur Offline-Welt noch mitzudenken und auch mitzudenken, dass nicht alle Menschen gleichermaßen affin zu dem Thema sind. Das ist, glaube ich, aus meiner Sicht die höchste soziale Anforderung, die höchste soziale Kompetenz, die man da entwickeln muss. Manche haben das vielleicht von Anfang an, aber ich glaube, da gibt es viel zu tun und da müssen wir uns auch wirklich alle miteinander mit Augenmaß weiterentwickeln. Ja, die Anschlussfrage eben auch, wie kann man Mitarbeiter mitnehmen, die am liebsten noch mit Steinblatt und Meißel arbeiten möchten? Ich glaube, ich darf da verweisen auf das Abschlusswebinar. Ich glaube, um genau die Frage geht es dabei. Wie kriegt man diese Veränderungen mit? Das ist übrigens nicht nur ein Thema in Digitalisierung. Sie haben bei jedem Veränderungsprojekt in Organisationen eine Gruppe von vehementen Befürwortern, die voranschreiten, eine relativ breite Gruppe, die das Ganze abwartend beobachtet, aber nicht ganz abwehrend ist, und es gibt eine relativ kleine Gruppe, die sich der Veränderung wirklich entgegenstellen und das ablehnen. Und um die bittere Wahrheit auszusprechen, nein, man kann nicht alle mitnehmen. Ja, wenn eine Organisation für sich entschieden hat, wir haben Nutzen von digitalen Tools oder wir wollen hier auch digitale Themen bearbeiten und wir wollen hier eine soziale Wirkung entfalten und wir können sie auch besser entfalten durch diese Tools, dann muss man tatsächlich auch die Frage stellen, ob jemand, der damit gar nichts anfangen kann, eigentlich richtig in dieser Organisation ist. Das ist, soll nicht so hart klingen oder ist nicht so hart gemeint, wie es möglicherweise klingt. Aber man kann tatsächlich nicht jeden Menschen in jeder Veränderung mitnehmen. Da rate ich zum offenen Gespräch, zum offenen Umgang miteinander und wie ich es vorhin bei den Do's and Don'ts ja auch habe anklingen lassen, ich würde dazu raten, sich nicht von den Ausnahmen leiten zu lassen. Also nur weil ein Mensch, ich habe das in meiner eigenen Organisation mal gehabt, privat, noch keinen DSL-Anschluss hat, ist lange her, heißt es nicht, dass wir uns keine größeren Dateimengen versenden dürfen. Da muss man andere Lösungen finden. Genau, und hier kommt auch noch der Kommentar und quasi Kurzerfahrung. In dieser Organisation gibt es 5 Befürworter und 10 bis 20, die so, naja, sich das Ganze anschauen und der Rest ist dagegen. Vielleicht können Sie sich auch dazu in der Facebook-Gruppe austauschen, wie das bei Ihnen ist und wie Sie ja damit umgehen und welche Lösungen Sie auch dafür schon gefunden haben. Und dafür eignet sich auch mit Sicherheit die nächste Frage, um diese auch dann nochmal für Sie untereinander in der Facebook-Gruppe aufzugreifen. Ein Teilnehmer schreibt, es gibt hunderte Tools für alle möglichen Bedürfnisse. Es ist schwer, dann natürlich einen Überblick zu bewahren und auch welche man auswählt. Und kommt die Frage, ob es nicht sinnvoll wäre, einfach möglichst wenige Tools dann auszuwählen, die dann eben wie zum Beispiel Office 365 genutzt werden können und auch einen Zugang zu vielen, also wo viele einen Zugang dazu hätten. Zwei Gedanken dazu. Ein Gedanke ist, wir hatten bei der Abschlussumfrage diesen Punkt gemeinsam genutzte Ressourcen aufbauen. Dahinter steckt tatsächlich die Idee, dass es einen Anbieter gibt, der oder die für Zivilgesellschaft in Deutschland entweder Tools selbst zur Verfügung stellt oder Standards definiert und empfiehlt. Das könnte damit gemeint sein und hilft dann vielleicht auch, um eine gewisse Orientierung zu geben. Das waren so, also aus solchen Fragen ist diese Idee geboren, aus der Vielfalt, aus dem Dschungel von Angeboten vielleicht einige wenige herauszuschlagen, die sich als besonders geeignet für Zivilgesellschaft zeigen. Die zweite Antwort ist,
Wenn ich in meiner eigenen Organisation entscheiden muss, wie viele Tools ich einsetze, würde ich persönlich immer zu einer Reduktion raten. Ich würde auch meistens zu Standards raten. Eher verzichten auf eine liebgewonnene Sonderfunktion und eher den Vorzug geben der Kompatibilität mit den Erfahrungen der Menschen, die damit arbeiten. Also wer bestimmte Tools im anderen Umfeld schon kennengelernt hat, tut sich natürlich leichter damit, das auch in seinem Engagement einzusetzen. Wie beurteilst du denn so aus deiner Sicht die digitale Führungskompetenz bei der systematischen Digitalisierung? Ich glaube, dass Führung sich insgesamt in den Gesellschaften radikal ändern muss, weil wir uns immer stärker verändern. Die Veränderungswellen schlagen immer schneller über uns. Teilweise treiben wir sie ja auch selbst. Und Führung hat da eine ganz wichtige Funktion. Führung muss Kompass geben, muss Menschen mitnehmen, muss Dialog organisieren, muss auch einen Ausgleich schaffen zwischen Organisationsinteressen und den Menschen, die daran mitarbeiten. Und das wird natürlich immer wichtiger in Zeiten, in denen sich so viel um uns herum ändert. Digitalisierung ist da ein riesengroßes Beispiel für eine völlig neue, komplexe und auch unübersichtliche Führungsaufgabe. Die Zeit von Gewissheiten, von Weisheiten, die sich nur an der Führungsspitze sammeln, die ist, glaube ich, vorbei. Deswegen gibt es da eine Menge zu tun. Ich sehe auch schon viel, ehrlicherweise, gerade übrigens im sozialen Bereich, der notgedrungen sich über alle Jahrzehnte immer wieder selbst neu erfinden musste. Viele, viele Projekte, das ist dann mal der Vorteil der vielbescholtenen Projektitis, müssen sich regelmäßig neu erfinden und gehen neue Wege. Also quasi die Veränderungsbereitschaft, die Veränderungsfähigkeit und auch Resilienz von sozialen Organisationen scheint mir ziemlich gut ausgeprägt zu sein und mit ihr eigentlich auch tatsächlich die Führungskompetenz, mit diesen Veränderungen umzugehen. Nichtsdestotrotz, das ist noch ein riesengroßes Feld, betrifft aber ehrlicherweise auch nicht nur Führung, auch wir Menschen, die in diesen Organisationen mitarbeiten, müssen uns verändern und das braucht natürlich auch Kompetenzen. Selbstmanagement-Kompetenzen könnte man es auch nennen oder Selbstveränderungsmanagement-Kompetenz. Vielen Dank. Hier kam nochmal die Frage auch nach der Facebook-Gruppe. Diese heißt Online Camp für Nonprofits. Der Link ist im Chat eingespielt und dies ist eine geschlossene Gruppe. Sie klicken dann einfach auf Beitreten oder bitte beitreten und werden dann freigeschaltet. Und ja, auch nochmal ein paar Fragen zur Organisation. Die PowerPoint und die Präsentation, die Sie sehen, die bekommen Sie zur Verfügung gestellt. Die finden Sie dann im Nachgang auf der Webseite des Digital Camps und dort können Sie sich die Unterlagen herunterladen. Dauert noch ein bisschen, weil wir erstmal die Webinare durchführen. Und auch das zweite Webinar jetzt zum Thema Kommunikation. Dort ist es immer möglich, sich noch anzumelden, auch wenn das Webinar schon läuft. Klicken Sie einfach auf den Link, dann bekommen Sie die Anmeldemaske und können noch beitreten. So, und wir sind auch durch. Vielen Dank. Das war Dr. Thomas Lippert mit der Einführung zu unserer Webinarwoche. Es gibt übrigens Teile in Deutschland, denen noch die Sonne scheint, wie zum Beispiel Darmstadt und Leipzig. Genießen Sie es. Wir hoffen, Sie sind nun gleich auch im zweiten Webinar dabei. Dort geht es dann um das Thema Kommunikation. Vielen Dank. Herzlichen Dank auch aus Stuttgart. Schöne Grüße in die Runde. Ich bin erreichbar. Sie sehen es unten per Mail, per Twitter, wenn Sie weitere Fragen haben. Ich komme auch nochmal in die Facebook-Gruppe dazu. Ihnen alles Gute. Bis bald. Wir freuen uns.